Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute Minecraft, aber nicht mit den normalen Texturen, nein. Sondern mit einem richtig geilen Texture Pack. Nehmen wir jetzt einfach mal Texturen. Komm, machen wir mal. So, Creative, Create New World. Ja, dann warten wir mal ganz kurz. Ja, okay. Also wir sind jetzt in der Welt und es könnte laggen. Wir haben gerade mal 20 FPS. Liegt aber an dem Shader und an dem Ressourcenpaket. Nicht wundern. Was macht das Ressourcenpaket denn so besonders? Könnte ich ja mal kurz umschauen. Und auf den ersten Blick sieht man es gar nicht. Aber wenn ich jetzt nur zum Beispiel so ein bisschen zu Boden gucke, sieht man da schon vielleicht ein bisschen was. Wenn man es ja immer noch nicht erkennt, kann man ja mal ein bisschen zum Dirt gehen. Das wird so ein bisschen nebendran stellen. Vielleicht sieht man es jetzt schon ein bisschen. Und wenn man es überhaupt nicht sieht, buddeln wir uns einfach mal ganz kurz ein. Hier mal kurz Dörte machen wir zu, nehmen uns Licht in die Hand. Und vielleicht sieht man es ja jetzt. Worauf ich hinaus möchte, ist nämlich, wenn ihr euch die Textur genau anschaut, hat man vielleicht so einen kleinen 3D-Effekt, wie man das vielleicht sieht. Und allgemein, es wirkt sehr realistisch, findet ihr nicht? Klar, man sieht jetzt diese einzelnen Schichten, weil es aber auch nicht die beste Auflösung ist, aber kann ich auch nichts für, das ist halt computermäßig, ne? Aber ja, wie ihr hier seht, es sieht halt so wirklich aus, als wenn das so ein bisschen aus dem Block rauskommt. Und allgemein wurden die Texturen echt verschönert. Und wahrscheinlich wieder lag. Also es könnte wirklich sehr laggen, tut mir echt leid. Ich kann es aber auch nicht höher schrauben, ich habe alle Einstellungen auf Maximum. Wenn wir uns also hier mal umgucken, Creative Inventar, da haben wir zum Beispiel hier Cobblestone. Und passt mal auf. Schaut euch mal bitte diesen Cobblestone an. Also wenn das nicht mal cool aussieht, dann weiß ich auch nicht. Und vor allen Dingen Gravel. Ihr müsst sehen, das Gras verbindet sich so ein bisschen damit. Und Gravel sind so ganz, ganz viele kleine Steinchen. Und das sieht auch mega geil aus. Also, ich feiere das übelst. Dann haben wir natürlich noch neue Texturen für die Planks. Die haben jetzt wirklich einen richtig schönen Look, finde ich. Also pures Laminat am besten. Und ja, ihr seht vielleicht auch so einen leichten Glanzeffekt. Zu dem kommen wir nämlich gleich nochmal näher drauf ein. Dann haben wir noch Obsidian. Ja, also... Oh. Ey, das sieht... Komm, ihr könnt mir nicht sagen, dass es nicht so aussieht, als wenn hier so eine kleine Hügellandschaft drin ist. Also echt. Also, das sieht doch wirklich so aus. Von diesen lilanen Stellen da drin. Einfach krass. Ja, und dann kommen wir zu den Ores. Passt mal auf. Oh yes. Eigentlich sollte das so nach außen gehen, aber jetzt haben wir halt einen tiefen Effekt. Den finde ich sogar gar nicht mal so schlimm. Seht halt, dass dieser Stein hier links zum Beispiel weiter drin ist als der rechts hier. Aber es sieht auch mega krass aus eigentlich. Ich meine, für 30 FPS finde ich das sogar noch relativ flüssig, so ein bisschen. Und wie gesagt, tut mir leid, falls es jetzt wirklich sehr rumleckt. Lass mal kurz schauen. Oh, geht sogar momentan. Also wenn ich mich zu schnell bewege oder so, dann seht ihr halt wirklich nur einzelne Bilder, aber ja, sollte klar gehen. Iron Ore. Ja, gut, ne? Dann haben wir noch Lapis Ore. Auch schick. Ich lasse gerade extra ein paar Blöcke aus. Redstone Ore. Boah, das ist ja aber... Könnten auf die heißen Dinger Rubine sein eigentlich, oder?
Ups. Und rein theoretisch. Man genutzt dann auch diesmal diese einzelnen kleinen Schichten, wie die aufeinander gesetzt wurden. Aber, ja, muss man jetzt nicht wirklich drauf achten. Dann haben wir hier zum Beispiel noch Chiselstone, Stone Bricks. Die haben natürlich auch nochmal hier so einen kleinen Tiefeneffekt. Diese Rillen. Hier auch. Also echt schön. Und ja, Emerald Ore, genau, haben wir ja auch noch. So, eigentlich sind alle Ores geupgradet. Und jetzt kommt was richtig Schickes. Passt mal auf. Hier sehen die nicht so schön aus, aber wenn ich jetzt in der Hand nehme, seht ihr schon. Die Blumen spiegeln sich darauf. Wenn ich das jetzt mal platziere, schaut euch mal bitte diese Goldblöcke an. Stellt euch mal vor, ihr habt so einen richtigen großen Saal mit diesen Goldblöcken. Boah, Alter. Einfach cool. Oder halt Eisenblöcke. Schaut euch die mal an. Sieht die nicht heftig? Aber auch den tiefen Effekt plus nochmal diesen Reflektionsdingens. Schimmer. Und rein theoretisch, wenn man das jetzt auf dem Schiff baut, passt mal auf. Kennt auch bestimmt diese klassischen Schiffscontainer. Dann baue ich mal ganz kurz. Befinden uns gleich einfach mal in den Container. Bauen. So, ich stell dir mal vor, ihr seid jetzt in einem Container. So, und hier hängt jetzt eine Fackel drin. So, und hier oben drüber ist aber jetzt alles zu. Oh, Alter. Bei diesen normalen Eisenblöcken müsst ihr ja bedenken, die sind einfach nur hell. Kann ich euch ja hier mal kurz einblenden, wie das ohne Texture Pack aussieht. Also, hui. Und ja, wenn man es wieder vergleicht mit dem normalen Texture Pack, ne? Wenn man es vergleicht mit Texture Pack, ist wieder ein echt krasser Unterschied. Also wirklich. Ja, was haben wir noch für geile Sachen? Einmal die Crafting Table. Schaut euch die an. Also, das ist wirklich gut gelungen, finde ich, diesen 3D-Effekt. Mega. Dann haben wir natürlich noch das TNT. Und das sieht mal wirklich aus wie TNT. Man erkennt diese einzelnen Stangen hier, wenn man von oben guckt. Dieser Zeitzünder. Man braucht eine kurze Zeit, nachdem ihr es angezündet habt. Ihr könnt es aber kurz hier hochgehen lassen. Das ist vielleicht ein bisschen dumm, war. Also jetzt die Items glänzen, das ist mega. Und was noch ein richtig geiles Feature ist, passt mal auf, ihr seht ja jetzt kurz den Himmel. So. Himmel und achtet mal auf die Wolken. 3, 2, 1. Die ziehen sich so richtig zusammen. Die Sonne verschwindet langsam und es fängt an zu regnen. Also wenn das jetzt nicht geil aussieht. Wenn der Regen stört ja meistens. Ah, komm, wo sind die Pfützen? Es bilden sich nämlich meistens Pfützen, die dann muss das wohl ausgeschalten haben. Nicht so schlimm. Die Pfützen sind aber auch nicht das Schönste, was es gibt. Sage ich gerade so. Na? Ja, Wolle wurde geupgradet. Wobei, diese Wolle erinnert mich eher an diese Suppennudel, diese ganz dünnen, falls ihr die kennt. Die sehen halt wirklich irgendwie so aus. Aber egal. Natürlich haben wir dann hier auch noch Glas, was geupgradet wurde ein bisschen. Kannst du mal hier ein bisschen buntes Glas holen. Zum Beispiel Light-Dingens. Und wenn man gleich ganz genau hinguckt, warte, ich mach mal wieder. Bin ich gerade irgendwie. So, ja Leute, ich hab's jetzt wieder. Wir machen jetzt mal unser Clear und jetzt achtet auf die Wolken, wie sie sich wieder auseinanderziehen. Das ist einfach ein richtig geiles Feature. Und jetzt wird's Nacht und jetzt tauchen die Sterne auf.
Sonne geht unter. Es sieht einfach geil aus. Vor allen Dingen, achtet mal, ich hole jetzt mal den Redstone Block raus. Da sieht man diesen 3D-Effekt nochmal richtig, finde ich. Da. Holy moly. Es ist einfach ein richtig geiles Texturenpaket. Und was man auch bei ganz vielen Items hat, ihr seht, die haben so einen Metallrahmen außenrum. Und dieser Metallrahmen, der glänzt sogar. Das ist mega cool. Es haben aber nicht nur Dispenser, sondern auch Notenblöcke, Fässer. Fässer heißen ja nicht in Englisch. Und die Jukebox natürlich auch. Besonderheit bei der Jukebox ist, ihr seht schon, die hat richtige Knöpfe. Red Tones. Könnte eine Marke von mir sein, rein theoretisch. Und ich sehe diese ganzen Jukebox-Knöpfe und die sind alle Bänder mit den Schallplatten, die es in Minecraft gibt. Was geilste ist bei der 11, ihr seht, da sind so Blutspritzer drauf. Und wenn wir jetzt mal bei der 11 schauen, seht ihr, das ist die zerbrochene. Und bei der zerbrochenen ist ja dieser komische Mann, der da läuft. Also das ist schon eine geile Anspielung. Holy moly. Also echt, klar, es sind noch nicht alle Blöcke geupdatet. Es wird aber nach und nach kommen. Ich kann euch hier mal ein Bild einblenden und zwar, wartet, ich suche es gerade. Ihr kennt ja hier dieses Guided Blackstone. Das wurde hier noch nicht geupdatet, aber so sollte es dann eigentlich aussehen später. Also ihr seht schon, man genauer guckt, das sieht einfach mega geil aus. So sind eigentlich auch, aber da ich gerade die kostenlose Version habe, dauert das ein bisschen, bis es geupdatet wird. Es gibt nämlich eine kostenlose und eine Patreon-Version. Und da ich kein Patreon bin, ja, habe ich die Version halt noch nicht. Aber was ich auch geil finde, ist, wenn ihr Cobblestone nehmt. Hier Cobblestone, ne? Und dann. Was soll das denn? Echt? Schmeißt mich meine Assistentin raus. Cobblestone daneben muss ich Cobblestone. Die ergänzen sich. Also, mega geil. Fehlen einem wirklich die Worte meistens. So, kann man das jetzt mittlerweile sehen? Ja, kann man. Und zwar sieht man auf dem Glas so kleine Wasserspritzer und das ist halt nur nach dem Regen. Und die gehen dann nach einer Zeit auch weg. Also, so viel Detailliebe habe ich noch nie gesehen in Minecraft. So, selber haben wir natürlich auch noch bei Holz. Und zwar seht ihr hier auch so einen kleinen Tiefeneffekt bei der Rinde. Wenn man nah anzoomt, sieht man es nicht, aber wenn man so ein bisschen weiter weg steht, ja, doch. Wenn man drauf steht, naja. Ja, und das soll es dann eigentlich auch schon von diesem kleinen Video gewesen sein. Falls ihr Vorschläge habt, was ich mir mit diesem Shader anschauen soll, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich werde es dann wahrscheinlich so gut wie möglich versuchen. Oh, stimmt, Sand ist ja auch noch. Bei den Sandblöcken haben wir nämlich auch noch diese Gravierungen, die ihr vielleicht kennt. Hier. Wunderschön, ne? Ja, wie gesagt, falls ihr noch irgendwelche Vorschläge habt, was ich mir damit anschauen soll, schreibt es in die Kommentare. Und ja, bis dahin. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut und ciao. Euer Red Gamer.